Los geht's! Mal kurz Handzeichen, wer von euch war schon mal oder ist immer noch erfolgreich? Also, jetzt kommt schon. Ja, ihr dürft, hallo, wir sind unter uns, also ja. Wem ist aber auch schon mal was misslungen? Mal Hand aufs Herz. Das ist schon geil, oder? Das strecken irgendwie alle. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, der heldenhaft gescheitert ist. Sein ganzes Leben gehört dem Fußball. Er ist auf dem Weg, Profifußballer beim VfB Stuttgart zu werden. Und dann kam es, wie es kommen musste. Der Ball springt vor ihm auf, der Gegenspieler greift an. Er legt den Ball am Gegner vorbei, sprintet los und in dem Moment der höchsten physischen Belastung trifft ihn das eine Bein des Gegners seitlich am Schienbein und das andere knapp über dem rechten Knie. Er hört ein Krachen. In dem Moment geht nichts mehr. Und zum ersten Mal im Leben hat er Angst. Was er in dieser einen Sekunde wirklich nicht weiß, ist, dass in dieser einen Sekunde nicht nur der Traum von der Europameisterschaft, sondern sein kompletter Lebensplan in dieser einen Sekunde vom Leben ausradiert worden war. Ja, der junge Mann, das war ich. Aber was ich für mich in der Krise entdeckt habe, die Überraschung für mich war, ich war immer noch da. Ich habe Sachen über mich entdeckt, kennengelernt, verschiedenste Facetten, die mich echt bewegt haben. Und was dir halt nun mal nahe geht, bringt dich im Leben auch besonders weiter, weil du ja gezwungen wirst, einfach stehen zu bleiben und genauer hinzuschauen. Die Frage ist also, was können wir tun, um im Leben resistenter zu werden? Was können wir tun, um Energie zu tanken und unsere Energie zu speichern? Ich liebe die Gastronomie und heute weiß ich auch, warum ich sie liebe. Es ist die Grundhaltung, die dahinter steckt. Ich habe bei meiner Mutter gelernt, dass ich den Gästen die Wünsche von den Lippen ablese und der Körpersprache. Im Service musst du offen sein, du musst auf Empfang sein. Hingabe an das, was wir tun, Hingabe an den Gast, das war das, was ich beim Fußballspielen so geliebt habe. Deswegen hat es mir so Freude gemacht. Es war die Hingabe zu spielen. Und wir brauchen uns nichts vormachen. Natürlich bekommst du dann was dafür. Klar. Aber der Grund ist, dass du es nicht deswegen machst. Mich interessiert nur, wie ihr es macht. Mal angenommen, alles, was euch im Leben passiert, ist für euch und eure Entwicklung gedacht. Und die Grundfrage ist, was hast du jetzt zu lernen? Wir haben jede Menge Kraftquellen, die uns stark machen im Leben. Und ich bin mir sicher, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ihr auch dann ein sinnerfülltes Leben findet. Euer Stefan Reuter. Wahnsinn, Wahnsinn. Boah! So, jetzt bin ich richtig platt. Ich denke, ihr könnt sehen, ich habe alles gegeben und ich finde, das war großartig. Mir hat es super geil gefallen, tolles Publikum, ein großartiger Moment. Reuters Bühne hatte ich. Sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Dass die Hingabe an die Sache oder an die Dinge das Entscheidende ist, das sehe ich auch so. Das nehme ich mit. Ich finde, dieses, wie er Menschen zum Denken anregen kann, zum in sich gehen, einfach immer sehr, ja, inspirierend. Viele Dinge, die er gesagt hat, hat er recht. Und insbesondere das Thema mit dem Sinn im Leben, das finde ich, ist sehr, sehr wichtig. War klasse. Er ist besonders charismatisch. Wie er so den ganzen Saal dann tatsächlich mitnimmt, wie er alle begeistern kann, das ist einfach so, wie er wirklich ist.